Yo ho, verehrte Zuschauer, und herzlich willkommen zu Don't Starve Reign of Giants. Der erste große DLC ist jetzt offiziell im Early Access auf Steam verfügbar. Also jetzt abseits von den Mods, die man hier durch die Gegend auswählen kann, ist das jetzt der erste große DLC, der online gekommen ist. Und ich dachte mir, man könnte das doch mal wieder ausprobieren. Also kurz zu meiner Don't Starve-Historie. Ich habe ein Let's Play zu dem Hauptspiel damals gemacht, allerdings sehr, sehr spät und auch nur so ungefähr 8 Folgen lang. Das heißt, das ist ziemlich schnell den Bach runtergegangen, könnte man mal behaupten. Ihr seid also nicht in den besten und erfahrensten Don't Starve-Händen, aber definitiv in guten Don't Starve-Händen. So viel nehme ich mir mal raus, denn ich werde versuchen, das Ganze anständig und wundervoll zu kommentieren. Wenn wir jetzt hier auf Play drücken, dann sieht man, aha, der Kedos hat schon mal so ein bisschen was ausprobiert. Das stimmt auch allerdings nicht sonderlich viel. Das heißt, ich habe mich nur so kurz wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Ansonsten ist das hier so blind und unvorbereitet, wie man eigentlich nur sein kann. Also unprofessionell eben. Das ist so, das ist mein Prädikat. Wir machen ein neues Spiel und ich habe ja Don't Starve so viel gespielt, dass ich ganze 2 Charaktere auswählen kann. Vielleicht wird sich das in diesem Let's Play mal ändern, wer weiß. Ich kann ja auch was freischalten. Und deswegen werden wir was ganz Verrücktes tun. Wir spielen mit dem Standardcharakter, also den Wilson, den man halt auch von Anfang an hat. Das ist jetzt nicht innovativ und bestimmt auch nicht sonderlich cool, aber wird schon irgendwie funktionieren. Wenn man hier den Haken drin hat in RFG, dann hat man den DLC Reign of Giants aktiviert und mit dem kommen natürlich ganz viele lustige neue Dinge dazu, das heißt neue Gegner, eben die namensgebenden Giants und neue Bäume und neues Essen und ganz, ganz, ganz viel lustiger Kram, von dem wir uns im Verlaufe von diesem Let's Play überraschen lassen werden. Es kommt übrigens jeden Tag eine Folge, um das mal so dazu zu erwähnen, und den Typen müssen wir uns gar nicht erst reinziehen, der erzählt den gleichen Quatsch wie immer. Das immer, ja, hallo, Don't Starve, ich weiß nicht, ob sie es kennen. Und wir fangen erstmal an, ein paar Blumen aufzusammeln, weil Blumen so schön sind. Nee, kümmern wir uns erstmal schnell um ein bisschen Essen. Ja, so nebenbei, wie bin ich auf das Let's Play gekommen? Es ist tatsächlich in einem Livestream passiert, oder was heißt in einem Livestream? Ich habe mir jetzt lange überlegt, was kann ich denn so als kleines Let's Play-Projekt mal einschieben, weil ja gerade im April und auch noch zum Mai hin so ein bisschen eine Spieleflaute herrscht. So eine verspätete, obwohl das ist eigentlich immer um die Jahreszeit, spielemäßig jetzt nicht gerade eben super. Und dann habe ich mich so durch die Steam-Listen gekramt und habe noch so ein paar alte Spiele zusammen in eine Liste gepackt. Habe erst auf Twitter nachgefragt, auf meinem Twitter-Account, was denn die meisten so davon halten. Und dann habe ich in einem Livestream heute einfach so eine kleine Abstimmung gemacht mit Straw Poll. Das hat mir einer meiner Moderatoren vorgeschlagen. Und da ist rausgekommen, dass die meisten sich doch ganz gerne auf meinem Kanal mal diesen DLC geben würden. Wahrscheinlich nur, um mich dabei auszulachen, wie schlecht ich denn darin bin. Also ihr wisst ja eh, also mal ganz ehrlich, das wird euch jeder Let's Player erzählen, ihr wisst eh alles besser in dem Spiel. Ja, es gibt immer 1, 2, 3 Cracks in den Kommentaren, die mega die Ahnung haben und ihr dürft mir auch gerne Tipps geben, aber bitte keine, die mir irgendwie das ganze Spiel spoilern. Und wie man sieht, ich sammle gerade einfach nur alles ein. Wer Don't Starve nicht kennt, der kann sich entweder die 8 Folgen von meinem Ursprungs-Let's Play anschauen oder wird auch hier bestimmt schnell mitkommen. Es geht darum, dass man überlebt, ist ein Survival-Game und man sammelt hier eben seine Sachen an und kann, seine Sachen ein natürlich, kann sich dann davon wiederum Dinge craften. Ja, hier zum Beispiel eine wunderschöne Axt. Zack, habe ich mir mal kurz gebaut und mit der Axt kann ich dann Bäume fällen. Und mit den Bäumen kann ich dann wiederum mir... Oh, was für eine Musik. Oh mein Gott, die groovt ja richtig. Oh, da wippt direkt der linke Zeh mit. Ja, also man kann hier Sachen einsammeln, ganz viele lustige Dinge. Und mit diesen lustigen Dingen kann man dann weitere lustige Dinge craften. Also craften im Sinne von... Ja, wir nennen das einfach mal... Wir nennen das einfach mal craften. Übrigens habe ich mir gerade eben im Verlaufe dieser ersten paar Minuten so dermaßen den Hals verzogen, dass ich das Gefühl habe, ich werde gerade fast querschnittsgelähmt. Aber das ist okay. Das ist völlig cool. Ich tue alles fürs Let's Play. Gar kein Ding, ja. Das lag bestimmt daran, dass ich heute wieder falsch trainiert habe. Beim Masturbieren natürlich. Ich gehe ja nicht ins Fitnessstudio. Wo gehen wir denn dahin? Ich könnte mir schon einen kleinen Grass-Suit machen. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich mach's mal. Weil es so gut aussieht, ja. Was ist denn jetzt hier mit meinem Hals los? Leute, das ist die Musik. Oh. Gut, dass ich keine Facecam an der Stelle hier anhab. Nein, das Let's Play kriegt keine Facecam. Ihr sollt euch auf das Spiel konzentrieren. Ja? Klebt mit den Augen am Bildschirm. Machen wir mir direkt mal noch so eine Pickaxe mit und dann soll ich mal anfangen, die Welt ein bisschen zu erkunden. Oh Mann, das ist echt, das ist ein Groove, ey. Diese Mucke. Und ich massiere mich jetzt einfach nebenbei, Leute. Ja, ich weiß, das ist jetzt für alle neuen Zuschauer, ist das komisch. Hä? Der stellt ein Spiel vor und währenddessen redet er über seine Nackenschmerzen. Aber das ist ein Let's Play, ja? Oh, Kinder, ich weiß echt nicht, was da gerade eben passiert ist. Aber der Anfang ist zu gut. Das ist doch so eine schöne... Was ist das?
Ich weiß nicht, was das. Hier gibt's bestimmt irgendwelche Kackviecher. Und guck mal, ein Maulwurf. Och, ist der süß. Es ist so ein süßer Maulwurf. Ich habe auch jetzt erst bemerkt, als ich mich mal so durch den Steam-Workshop von Don't Starve durchgekramt habe, dass es ja extrem viele Mods inzwischen gibt. Also, ich denke mal, es werden jetzt nicht alle mit Reign of Giants kompatibel sein, aber an die Cracks unter euch, also an die, die echt mega einen Plan von Don't Starve haben, ihr könnt mir gerne mal so ein paar Mod-Vorschläge reinschreiben, die vielleicht auch mit Reign of Giants funktionieren. Also es gibt schon einen, wo das hier so ein bisschen besser angezeigt wird. Hier hat man übrigens eine Hungerleiste, also da werden die Zahlen dann andauernd angezeigt, wie gut es uns geht, ja, unserem Gehirn. Und eine ganz normale Lebensleiste, da sollten wir möglichst alles oben halten. Also von wegen, wie gut geht es unserem Gehirn, damit meine ich nicht, wie gut es unserem Gehirn geht, sondern doch, wie gut es unserem Gehirn geht. Also wie verrückt wir sind, wie fertig uns diese Situation macht. Und wie man sieht, nachts, Digga, das ist uncool. Das ist sehr, sehr uncool. Okay, das Schwein hat sich wieder verpisst. Jetzt oben rechts seht ihr ja auch so eine Zeitanzeige. Und wenn die im... Ist das eine Insel oder wie? Wenn die im blauen Bereich gelandet ist, dann ist Nacht. Und bei Nacht muss man sich unbedingt ein Feuer machen. Wir haben zum Glück schon genügend Ressourcen gesammelt, um uns ein gutes Feuer machen zu können. Also da müssen wir uns mal gar keine Sorgen machen. Und es ist auch sinnvoll, sich hier, glaube ich, ein Lager zu richten. Ich hätte nur ganz gerne eben das richtige Fire Pit. Das heißt mit Stein drumherum, weil dann kann es nicht ausbrechen, wenn man es irgendwie zu sehr nachfeuert. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Ich wechsle jetzt mal schnell hier auf meine Pickaxe und hau den Stein hier kurz zu Brei. Aber ich glaube, das wird nichts mehr, ey. Da müssten wir wirklich... Das sind 12 Steine, die wir für so ein Fire Pit brauchen. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen informiert, damit das nicht so komplett bescheuert wirkt hier. Von wegen, wo muss ich jetzt langklicken? Und das ist, glaube ich, auch neu. Also ich glaube nicht, dass der Regen neu ist, aber man wird nass. Und wenn man nass ist, dann kann man auch irgendwann anfangen zu frieren. Und das ist nicht cool. Das hatte ich aber bei meinem ersten Probespiel nicht... Oh Mann, jetzt fängt das ja auch noch an zu pissen. Das ist ja wirklich das immer wieder tolle Vorzeichen für das Let's Play, ja? Schweinemänner, Nackenschmerzen, blödes Rumgesinge und Regen. Klasse, wirklich. Das wird sich bestimmt noch jemand länger als eine Folge anschauen. Mann. Mama, das Let's Play geht wieder schief. Ist wieder alles im Arsch. Kann ich das schon machen? 9 von 12. Wenn ich noch einen Stein finde, ist cool. Okay, cool. Wir haben einen Stein gefunden. Das ist allerdings keinen guten Platz für das Feuer. Jetzt muss ich gucken. Komm, sammel das schnell ein. Ich glaube, es gab auch irgendeine Taste, womit man alles einsammeln konnte. Die habe ich allerdings nicht mehr im Kopf. Deswegen entschuldigt mir das, dass ich gerade eben... mich da nicht drauf konzentriere. Ich bin mal wieder... Also, das ist vielleicht nicht so gut direkt neben dem Grab. Ich werde jetzt, sobald Nacht ist, muss ich meinen Campfire aufschlagen. Hier ist vielleicht... Ich mache das jetzt einfach hier, Leute. Ich mache das einfach hier, ist vielleicht jetzt nicht der beste Platz... 1, 2, 3. Zack. Und dann feuern wir das auch direkt mal ein bisschen an. Das kann man eben auch so hart anfeuern, wie man möchte, weil es nicht rausgeht und irgendwie auf die Bäume übergreift. Das wäre jetzt bei so einem anderen Feuer, also hätten wir jetzt ein ganz normales Campfire gebildet, dann wäre das möglich gewesen, dass eben die Bäume anfangen zu brennen und das ist nicht so cool, das gerät dann außer Kontrolle. Fireflies, das ist auch so ein schönes Spiel. Also ich weiß echt gar nicht, warum ich aufgehört habe, das zu spielen. Stellt mir auch bitte keine Fragen, warum ich das Ursprungs-Let's Play beendet habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Und hier haben wir jetzt so eine neue Regenleiste, die hier aufgetaucht ist. Und ich glaube, da können wir anfangen zu frieren. Ich weiß nicht, ob die runtergeht, wenn wir uns ein bisschen ans Feuer stellen. Man müsste sich da irgendwie so ein... entweder so ein Haus bauen oder einen Regenschirm gibt es auch, habe ich schon irgendwo in den Kommentaren gelesen. Bei Nacht kann man nicht sonderlich viel machen. Man könnte pennen, man kann natürlich auch noch ein bisschen was abbauen. Und man kann sich auch eine Fackel machen, mit der kann man dann durch die Gegend laufen. Ist jetzt allerdings nicht so praktisch. Ich bleib mal hier entspannt an meinem Ort und guck, dass mein Feuer nicht ausgeht. Übrigens gibt es auch eine Minimap. Ihr seht, ich erkläre das jetzt halt ein bisschen so. Die meisten von euch, die das schauen, die werden Don't Starve kennen, ja, weil sie den Titel sehen, dass da der DLC mit drin ist. Aber für diejenigen, die es wirklich nicht kennen, gibt es auch so eine Minimap. Es ist auch, glaube ich, eine recht große Welt. Ist natürlich zufallsgeneriert. Ja, aber ich denke, man hat doch bestimmt schon verstanden, worum es denn hier geht. Und man muss sich auch nachher darum kümmern, dass man Bäume wieder anpflanzt. Dafür braucht man aber eine Schaufel und für diese Schaufel braucht man eine Science Machine. Ihr seht, wirklich die Grundprinzipien, und da bin ich gerade eben selbst ein bisschen überrascht, dass ich die noch drin habe, aber die Grundprinzipien habe ich noch drin. Rain, rain, go away, come again another day. Mein Feuer geht bitte hoffentlich nicht aus. Ordentlich immer was dazu packen und die Nacht, die ist auch gar nicht so lang, also das nimmt ein Viertel von einem gesamten Tag ein. Ich glaube, es sind auch neue Jahreszeiten dazugekommen, Sommer und Herbst oder sowas mit dem DLC. Ihr seht,
Ein bisschen habe ich mich informiert. Ein ganz kleines bisschen habe ich mich informiert, ne? Und danach habe ich mir eine wunderschöne Karottensuppe gemacht. Ja, das können wir jetzt mal hier lassen. Ich weiß gar nicht, können wir vielleicht irgendwo eine Markierung machen? Können wir Dinge markieren? Nee, aber das sieht man ja eh, dass da unser Firepad ist. Wir lassen das schön da stehen, lassen das vielleicht ausbrennen. Ich fände es auch ganz schön, wenn es einfach mal aufhört zu pissen, aber irgendwie denkt sich das Spiel so, nee. Nee, es wird auf ewig regnen. Wir sind im ewigen Regen gefangen. Aber wir haben den ersten Tag schon mal überlebt. Das ist besser, als ich mir erhofft habe. Damit ist das Let's Play sozusagen schon voller Erfolg. Jetzt, Moment, was brauche ich denn für die Science Machine nochmal? Ich brauche Steine und das Gold habe ich schon gefunden. Ja, genial! Klasse! Das habe ich schon. Das habe ich schon gefunden, das ist gut. Natürlich gehen die Werkzeuge auch kaputt, ja? Und. Oh, die Mucke, ey! Ein Bombending! Bomben-Soundtrack hat das Teil. Sowieso ein absolut empfehlenswertes Spiel. Der DLC hat mich jetzt 3,99 € gekostet, glaube ich. Und ich habe echt Bock drauf und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Das werden wir ja sehen nach dem Video hier, ob ihr da Bock drauf habt, ja? Also, es wird auch ganz klar so laufen, das hätte ich vielleicht am Anfang mal noch kurz erwähnen sollen. Huch, da hat er den Disclaimer vergessen. Der olle Let's Player, der da vor dem Mikrofon durch die Gegend labert, in der dritten Person von sich. Es wird so sein, das ist so ein bisschen auch ein Experimentalprojekt, ja? Weil das kann ich ja eigentlich beenden, wann ich will. Weil es ein Endlosspiel ist, kann ich so viele Folgen machen, wie ich will. Und auch, ich muss was essen. Und auch eigentlich so wenig Folgen, wie ich will. Das heißt, wenn ich nach 5 Folgen merke, sowohl ihr als auch ich haben da gar keinen Bock mehr drauf, dann macht das ja auch irgendwo keinen Sinn mehr, ne? Also, das muss man ja ganz klar sagen. Das halte ich allgemein mit den Videos auf meinem Kanal so, ja? Muss mir Spaß machen, muss euch Spaß machen. An alle möglichen Neulinge. Das ist also schon mal so Sache Nummer 1. Aber wenn euch das Spaß macht, ja, dann kann man das ja auch beliebig weit ausdehnen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf die Reaktion zu diesem Let's Play hier. Und das sieht ein bisschen... Ja, geil. Guck mal, was ich gefunden habe. Ein Miner Hat. Hat er... Ist das, bringt er durchgehend Licht jetzt? Da muss ich nämlich kein Feuer mehr machen. Habe ich denn schon genug für die... Ich habe genug für die Science Machine. Klasse. Super. Superb, möchte ich behaupten. Das ist superb. Und das sieht irgendwie... Ich meine das jetzt einfach mal weg hier. Komm, ich knüppel einfach mal drauf. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Eis. Aus Eis kann man bestimmt auch irgendwas machen. Ich weiß bloß nicht genau was. Es hat aufgehört zu regnen. Leute, übrigens, mit den Tagen verändert sich auch die Welt so ein bisschen. Alles wird gefährlicher. Es wird ein bisschen schwieriger zu überleben. Und wir laufen jetzt zurück zu unserem Lager hier. Das hat den wundervollen Grund, dass ich die Science Machine bauen möchte, um mir dort drumherum auch mal so ein kleines... Ja, so ein kleines Lager an wiederverwendbaren Ressourcen bauen zu können. Also das heißt mit Beerenbüschen und einfach Sachen, die wieder nachwachsen. Bin ich vorbeigelaufen? Nee. Ich bin immer noch auf richtigem Weg. Kann man das ausgehen lassen? Wahrscheinlich soll man es nicht ausgehen lassen. Ich hau einfach mal was rein. Das kann ja nicht schaden. Ich weiß nicht, ob man das dann wieder anmachen kann oder ob das nur einmal brennt. Ist ja auch vollkommen egal, dass es brennt. Ja, ist dann schön warm. Und die Science Machine, die knall ich mal schön hier hin. Warum die aussieht wie eine Vogelscheuche auf LSD, das hat mir auch bisher noch niemand erklärt. Und was dieser komische Dildo da links soll, ebenso wenig. Aber es ist da. Jetzt könnte ich zum Beispiel schon mal... Also jetzt kann ich Sachen erforschen, ja? Hier ist grün. Zack, und dann könnte ich einen Prototype machen von einem Backpack. Mache ich auch mal direkt, weil... Dann kann ich mehr Zeug carryen, ja? Dann habe ich hier so ein zweites Ding dazu, so ein zweites Inventory. Und kann ein bisschen mehr mit mir rumtragen. Das ist praktisch. Warum habe ich eigentlich meinen Grasssuit nicht mehr an? Ah, ich kann entweder den Backpack oder den Grasssuit tragen. Das wusste ich ja jetzt auch nicht, dass das so ist. Aber dann ist das wohl so. Food, was kann ich denn hier eigentlich machen? Da kann ich jetzt Prototypes von Farmen machen, aber dafür brauche ich zumindest bei dem ersten Schweinescheiße. Oder halt Scheiße im Allgemeinen. Was kann ich bei den Tools denn so anstellen? Eine Schaufel, Prototyp, das ist cool. Dass wir die mal am Start haben. Und natürlich gibt es dann auch noch hier eine Alchemie-Engine. Aber, ey, ohne Witz, ich bin bei Don't Starve nie über die Science Machine rausgekommen. Also, das ist auch ganz schön. Wir erleben das alles nochmal von Neuem. Und das ist vielleicht auch für die Leute cool, die Don't Starve schon in- und auswendig kennen. Das vielleicht nochmal von jemandem zu sehen, der es halt nicht in- und auswendig kann. Und es ist auch einfach so ein schönes, kleines Laberprojekt, das sich vielleicht ganz gut macht am Abend. Naja, aber wir reden mal nicht zu viel darüber, wie es vielleicht ankommen könnte. Ich sehe es ja dann und freue mich auch sicherlich, wenn es so einigen von euch gefällt. Ich habe jedenfalls meinen Spaß dran. Also hätte ich gerade auch gar nicht so gedacht, dass ich da so meine Laune mit habe. Aber ich spiele das gerade eben und ich bin feucht im Höschen wie Uschis Mama
vom Oralverkehr. Das war ein komischer Spruch, den solltet ihr euch bitte nicht merken, aber ab und zu muss man auch mal komische Sprüche raus. Also ich meine ja, ihr wisst ja, bei wem ihr das schaut. Oder ihr wisst es nicht, aber das ist egal. Ihr lernt mich schon noch kennen. Es ist eine ganz tolle Mischung, die absolut nichts mit Wahnsinn zu tun hat. Also damit kann ich jetzt durchgehend rumlaufen, weil ja dann die Dunkelheit nicht überhand nimmt. Das ist verdammt cool. Das habe ich nicht verstanden, was das ist. Das habe ich auch in meinem Testlauf gesehen. Da kann man sich so ein Gnom nehmen und Evil Flowers und ein Speer. Ja, geil. Ja, das ist ja der Burner. Leute, ich hab einen Speer gefunden. Ich hatte noch nie eine Waffe. Aber das ist auch neu, dass so viel rumliegt. Das hatte ich vorher auch noch nicht. Ich sammle jedenfalls mal... Da ist eine Maxwell-Statue. Das ist verdammt strange. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade langgelaufen bin. Ich habe keine Ahnung, was es soll. Das ist echt gruselig, aber völlig okay. Auch irgendwo, ja? So, jetzt kann ich eben, wenn ich die Schaufel equippe, ja, kann ich hier den Berrybusch gleich ausgraben. Und kann halt direkt den Samen mitnehmen. Und das ist besser, weil damit kann ich dann... Ich gehe jetzt zurück an mein Lagerfeuer, ansonsten wird mir das ein bisschen zu gruselig. Es wird mir viel zu gruselig hier. Am Lagerfeuer ist es auch einfach schöner, ja? Die Nacht, die verbringt man in Don't Starve am... Womit ging das denn, das Aufsammeln? Mit Leertaste oder mit A? Mit Leertaste, klasse. Also mit Leertaste kann ich direkt alles aufsammeln und muss jetzt nicht mehr so durch die Gegend klicken wie ein Verrückter. Schön, dass ich das in der ersten Folge gemerkt habe. So oute ich mich minimal als Sachverständigen. Oh, guck mal, das hat auch nur 37. Hat also doch so auch seine kleinen, ganz bewussten Nachteile. Und ich glaube, da oben ist mein kleines Feuer. Mein kleines Feuerchen. Und das soll natürlich auch nicht ausgehen. Deswegen mal kurz hier ein bisschen angeknüppelt. Und das mache ich mal unequip. Damit kann ich halt schön durch die Gegend laufen. Ganz klar, das ist super dafür. Und mein... Oh, meh, was wollte ich denn, bitte schön? Ich doch, ich glaube, mir kreuzt der Dress. Was habe ich denn für ein Dress? Kann ich... Oh, guck mal. Ich kann mich auch umziehen und sowas. Ich bin begeistert. Jetzt kann ich hier diesen Berrybusch also hinsetzen. Das mache ich auch einfach mal. Ich bin da... Nee, so wollte ich das... super ist es gemacht. Ganz toll. Ich weiß auch nicht, ob der dann automatisch nachgefüllt wird, aber... Ich baue den einfach mal dahin. Das ist ja... Ich kann Eis essen. Ich habe Eis... Kann ich auch Eis kochen? Nein, das kann ich nicht. Aber ich kann... Was passiert, wenn ich das da reinmache? Oh! Oh, das war eher doof. Das war doof. Wo ist mein Helm? Wo ist mein Helm? Ich weiß nicht, wo ich ihn ausrüst. Da, nein. Oh Gott. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Ja, kann ich das wieder anmachen? Oh Gott, oh, ja, das ist ja... Ich habe vergessen, was Extinguish bedeutet. Ich dachte, das bedeutet irgendwie verdampfen und dass dann der Dampf kommt und irgendwas Cooles. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Feuer ausgeht, wenn ich da ein bisschen Trockeneis drauf pack. Oh, jetzt habe ich voll auf die Fresse bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben wieder auflad. Das war gar nicht gut. Oh mein Gott, das war gar nicht gut. Aber naja, das waren die ersten beiden Tage im Don't Starve DLC Reign of Giants. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Lasst diesem Part auf jeden Fall eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und auch gerne Kommentare zu Don't Starve, zu dem Let's Play und allem drum und dran. Habt ihr Don't Starve denn schon gespielt? Das würde mich mal interessieren. Also, es ist ja schon ein Spiel, das eine gewisse Popularität erlangt hat. Und ihr könnt mir mal so ein bisschen eure Geschichte mit dem Spiel erzählen. Ob ihr selbst zockt, ob ihr die totalen Profis seid oder euch eher so denkt, so, ich schaue es mir gerne an, aber selbst spielen ist nicht so mein Fall. Also, das wäre die Kommentarfrage. Und ansonsten, wie gesagt, tut es dem Let's Play nur Gutes, wenn ihr auf den Videos interaktiv seid. Wir sehen uns dann morgen direkt bei der zweiten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ciao, tschüss und reingehauen.